Wie geil ist das denn? Ich glaube, die machen Probecampen oder sowas. Ja, oder für Mama und Papa war drin kein Platz mehr. Johai Online, das heute ist der 2.9., der 2. September 2011. Es ist Freitag und eigentlich ist okay, ist ein bisschen frisch, aber Gott, 2. September halt. Ja, mal gucken, erstmal die Anna wegbringen zum Bus, damit die zur Arbeit kommt und dann fangen wir auch an zu arbeiten. Freitagsthema heute und so weiter und so fort. So, dann gehe ich erstmal arbeiten eine Runde im Keller. Um 10 noch eine Telefonkonferenz. Und dann könnte ich ja, sofern heute Mittag die Sonne mitspielt, rausgehen und zum Beispiel das Freitagsthema draußen aufnehmen. Und ganz wichtig, ich muss die Unterwasserkamera aufladen, weil wir nämlich morgen richtig zum Tauchen fahren. Zum Gremdorfer See in Lasow. So, ich kopfmäßig eh gerade ein bisschen durch bin und wie heißt das? Freitag ab 1 macht jeder seins. Und außerdem draußen eigentlich die Sonne scheint, drehe ich mal eine Runde draußen und nehme das Freitagsthema auf. Ja, wir sind auf dem Weg, drehen eine Runde auf dem See bei uns hier. Ja, und hat noch nichts mit dem Freitagsthema zu tun, aber das hat mich echt gefreut. Also es hat mit einem Freitagsthema zu tun, und zwar einem alten von mir. Das verlinke ich einfach mal hier so irgendwo. Ja, und zwar trotz aller Querelen mit dem Euro sind über 60% der Bundesrepublikaner für mehr Europa, für mehr gemeinsame Politik, für besseren Zusammenhalt in Europa. Das heißt also, dieses, ja, Experiment Europa ist für uns noch nicht gescheitert. Und das finde ich sehr, sehr, sehr gut. In dem Blog, den ich verlinkt habe, da geht es ja eben darum, dass irgendwie dieses Europa aus dem Blick gerät. Offensichtlich, im Gegensatz zu den Politikern, den Bürgern nicht. Gefällt mir. Und da sagt man, die Piraten hätten nur, wenn ein Punktpartei, Programmpartei. Hey, das geht auch noch viel konkreter. Hey, für eine sichere U-Bahn. Damit sie gut nach Hause kommen. Mhm. Ist das so? Naja, und die Panther noch schick in rosa. Das sind übrigens die Brombeeren, die Anna neulich ernten wollte. Aber wo schon andere Leute natürlich viel schneller dran waren. Beziehungsweise die ganz oben drauf erreicht man gar nicht, weil man ja gar nicht drauf kommt. Und da sind auch noch etliche Unreife bei. Na ihr? So, sind wir angekommen hier oben, oberhalb vom Spektesee, den man da noch durch die Bäume sehen kann, im Spektepark, und sind bereit. Ja, der eine oder andere durfte das schon erraten haben, es waren ja genug Hinweise auf dem Weg hierher, was das Freitagsthema ist. Was beschäftigt uns in 16 Tagen, also 2 Wochen ein bisschen? Unsere Wahl hier in Berlin. Und es stehen ja diverseste Wahlen an. Es stehen ja auch unter anderem noch hier Wahlen in Niedersachsen an. In Mecklenburg-Vorpommern stehen, glaube ich, auch Wahlen an. Also da kommt noch ein bisschen was. Und ja, gibt es mehrere Dinge, die mich wundern oder beschäftigen. Also zum einen hatte ich ja schon im letzten Vlog, am Mittwoch, glaube ich, gesagt, also ich verstehe es nicht, in den Medien
ist nichts. Also keine Nachrichten drin, nichts, obwohl wir Wahlkampf haben. Und ja, es ist so gut wie nicht ein Wahlkampfthema in den Zeitungen. Ja, was soll ich sagen? Der Wahlkampf ist einfach langweilig. Und ja, das zeichnet sich auch so ein bisschen schon in den Prognosen ab, weil wenn es denn so ausgehen sollte, haben wir drei Parteien im, nee, vier, ich vergesse immer eine, haben wir vier Parteien im Senat. Das sind die SPD, die Linke, die Grünen und natürlich die CDU. Die FDP wird aller Voraussicht nach wohl die 5%-Hürde vergeigen. Ich sag mal so, das haben sie auch bei dem Wahlkampf, den sie gemacht haben, nicht anders verdient. Ne? Die Piratenpartei liegt ganz knapp vor der FDP. Insofern vielleicht, ich würde es ihnen ja wünschen, dass sie zumindest mit ein, zwei Sitzen oder so reinkommen. Genauso wie ich ihnen wünsche, in die ein oder andere Bezirksverordnetenversammlung reinzukommen. Also bei uns ist ja so, der Senat ist das, was die Landesregierung ist, und die Bezirksverordnetenversammlung, das ist das, was woanders die Gemeinden und Kreise, glaube ich, sind. Ja, bei Stadtstaaten ist halt alles ein bisschen anders. Gut, der Herr mit der Kreissäge ist auch wieder fertig. Hoffentlich bleibt das auch so. Ja, also wie gesagt, langweiliger Wahlkampf, aber vielleicht schafft es sogar die Piratenpartei. Wir suchen uns eine andere Stelle. Ja, der Grund, warum dieser Wahlkampf, sage ich mal, so langweilig und unansprechend ist, ist, glaube ich, auch, die Parteien haben nichts, über das sie sich groß streiten können. Was unter anderem daran liegt, dass ihnen neben, sage ich mal, dem einen oder anderen guten Mann oder Kandidaten auch was anderes Wichtiges fehlt, nämlich das Profil. Der größte Teil der Parteien ist komplett profillos. Über was sollen die sich auch streiten? Und insofern, naja, ist es halt schwierig, sich von anderen Parteien absetzen zu wollen. Also wenn ich so überlege, ja, was haben wir für Themen hier in Berlin? Die Themen, die hier brennen, da gibt es Konsens. Also, ne, unsere Themen sind, sag ich mal, öffentlicher Personennahverkehr, sprich, die S-Bahn muss funktionieren, die U-Bahn muss funktionieren. Ja, des Weiteren ist Familienpolitik in Berlin immer ein großes Thema. Und ja, es wird keine Partei sich hinstellen und sagen, nö, wir sind voll dagegen, dass die S-Bahn funktioniert. Ne, das heißt also, ihnen fehlt, mangels Themen fehlen ihnen einfach die Profile. Und das zum Beispiel schlägt sich, sag ich mal, auch ja, für die Wähler nieder. Ja, also auf die Wähler überträgt sich nicht die Profillosigkeit, das will ich damit nicht gesagt haben. Nee, aber für die Wähler ergibt sich halt quasi ein Wen soll ich wählen Problem. Das ist mir aufgefallen, als die Anna vor 2-3 Tagen oder so sagte, du sag mal, wo ist denn eigentlich diese Website, also wie ist denn diese Website, wo man mal gucken kann, wer denn da alles antritt und wo man halt sich was aussuchen lassen kann. Ja, gemeint hat sie damit natürlich den Wahl-O-Mat, den ich übrigens vorhin auch mal spaßeshalber ausprobiert habe. Und auch da wird dieses, sag ich mal, fehlende Profilbild wird deutlich. Also der Wahl-O-Mat hat gesagt, ich müsste die Piratenpartei wählen. Okay, da hat er nicht ganz Unrecht. Und zwar ganz knapp vor, und jetzt kommt's, alle gleich auf, die SPD, die Linke und die Grünen. So, das heißt also im Prinzip ein einziges Kriterium hat dazu geführt, dass er mich bei der Piratenpartei nach vorne geschoben hat. Und alle anderen waren im Prinzip mit den Linksliberalen eher quasi gleich auf. Weit abgeschlagen die CDU. Lustigerweise vor der CDU in meiner Präferenzenliste noch die NPD. Habe ich geguckt, ja, auch wegen genau einem Kriterium. Nämlich die CDU ist gegen die gegen den Landesbesitz der S-Bahn, die NPD ist dafür. Ja, und da ich auch dafür war, ist das der Punkt, den ich mit der NPD überein habe. Ja, natürlich sollte man sich jetzt davor hüten, sage ich mal, den Vorschlag des Wahl-O-Maten als das muss ich jetzt wählen hinzunehmen. Aber es ist halt eine gute Anlaufstelle, um wenigstens ein bisschen irgendeinen Überblick über Programme und Statements zu kriegen. Weil, wie gesagt, das eben sehr, sehr dürftig ist, weil sie
bei allen eigentlich das Gleiche geantwortet haben. Die unterscheiden sich ja nur in einer Handvoll Kriterien. Ja, und demzufolge, weil, sag ich mal, die antretenden Politiker sich kaum unterscheiden, stehen die Leute da und sagen, ja, wen soll ich denn wählen? Ist doch eh egal, wen ich wähle, alles scheiße, also gehe ich gar nicht hin. A, die Tatenlosigkeit. B, sag ich mal, das sich Entfremden von der Wählerschicht plus die Profillosigkeit führt im Prinzip in Deutschland so nach und nach zu Wahlfrust, also führt dazu, dass Leute nicht wählen gehen. So, und damit haben wir eigentlich den größten Fehler, den wir machen können, weil automatisch werden es die, sage ich jetzt mal, großen, sich gegenseitig blockierenden Volksparteien, die werden quasi die große, breite Konsenssoße, weil nämlich die Leute, die sagen, die sie nicht wählen wollen, sagen, ach scheiße, ich weiß doch sowieso nicht, wen ich wählen soll. Und die großen Parteien werden zumindest ihre Mitglieder mobilisiert kriegen, zumindest zum großen Teil. Automatisch haben wir Konsensmitte, die überhaupt nichts bewegt. Ich sage jetzt nicht, man soll radikal wählen. Nur, es sollte einem klar sein, wer nicht wählen geht, der darf anschließend eigentlich sich nicht beschweren, weil er kriegt genau die, die er nicht wollte, und das wusste er vorher. So, mein Rat ist immer, auf jeden Fall hingehen und auf jeden Fall, wenn ich nichts wählen kann, einen ungültigen Stimmzettel abgeben. Leider bringen diese ungültigen Stimmzettel nicht mehr wirklich das, was sie früher gebracht haben, weil früher wurden alle abgegebenen Stimmen, egal ob gültig oder ungültig, genommen und dagegen wurden die Prozente verteilt. Das heißt also, wenn ich natürlich einen riesen Haufen Ungültiger habe, wird es ein bisschen schwieriger, meine Prozente zu kriegen. Und das ist erledigt. In dem einen oder anderen Bundesland würden sie, glaube ich, noch für die Errechnung der 5%-Hürde herangezogen. Natürlich bewege ich da jetzt rein prozentual nichts mit, aber je mehr Leute deutlich machen, dass sie gewillt waren zu wählen, weil sie waren da, aber es gab nichts zu wählen. Und ich sage mal so, man sollte dann das irgendwie auch auf diesem Stimmzettel zum Ausdruck bringen, dass man nicht gewillt war zu wählen und dann halt den ungültigen Stimmzettel abgeben. Die Zahl der ungültigen Stimmen wird auch mit angegeben und ich sage mal, alles kann ein Statement sein. Nicht hingehen, Wahlbeteiligung, ja okay, das ist ein Statement, das ist aber so ein, die Leute sind so satt und wollen ihren Arsch nicht bewegen. Und ich finde ein Statement zu sagen, okay, ich gehe hin, schreibe einmal drüber, alles nicht meins und gebe den ab, in Ordnung. Also ne? Hauptsache ganz klar ungültig machen. Oder, das ist die andere Alternative, ist ja so, dass wir ja grundsätzlich jetzt bei den Kommunalwahlen und bei den Landtagswahlen, es gibt ja immer mehrere Stimmen abzugeben. Also bei uns zum einen, wie gesagt, für den Senat und fürs Abgeordnetenhaus. Und eventuell könnt ihr zwar mit den Parteien nichts anfangen, aber vielleicht findet ihr auf den Zetteln die ein oder andere Person, also tatsächlich jemanden, wo er sagt, okay, ja, mit dem habe ich mich beschäftigt, den kenne ich, den hätte ich gerne. Ihr müsst ja nicht alle eure Stimmen verteilen. Wenn ihr zu wenig abgebt, dann ist der Wahlzettel immer noch gültig. Nur dann habt ihr eben eure anderen Stimmen verfallen lassen. Aber ihr habt wenigstens, sag ich mal, von einem Teil von eurem Stimmrecht Gebrauch gemacht oder habt halt so viel gewählt, was ihr wählen konntet. Deswegen muss ich sagen, es gibt ja von Blauberina und Diamond of Tears gibt es ein Video mit eigentlich dem gleichen Ansatz, sprich hingehen, ungültige Zettel abgeben. Allerdings, da hatte ich schon darauf hingewiesen, es ist gefährlich, wenn ihr jetzt zum Beispiel einen weinenden Smiley bei der CDU macht, in dem Kreis, dann habt ihr die CDU gewählt. Das heißt also, dann macht wenigstens alle Kreise voll, dass euer Wahlzettel einfach tatsächlich ungültig wird, weil das Markieren, wo man eindeutig eine Wahl dran erkennen kann, ist gewählt. Das heißt also, ne, den zornigen Smiley bei NPD setzen, weil man voll den Hass auf die schiebt, heißt, man hat die NPD gewählt. Da seid also bitte vorsichtig. Jo, ansonsten, also ich fände es total gut, wenn er hingeht. Wenn ihr echt nichts zu wählen findet, also weder an Personen noch an Parteien, schreibt das drauf, macht irgendwas mit diesem Stimmzettel. Ansonsten wählt
so viel ihr könnt oder macht so viel, wie ihr könnt, von eurem Stimmrecht Gebrauch. Ja, also bitte zur Wahl gehen. Es ist okay, einen ungültigen Zettel abzugeben. Es ist gar nicht okay, nicht hinzugehen, weil nicht hinzugehen zeugt von Desinteresse. Und ehrlich gesagt, wer nicht zur Wahl geht, ja, kann auch eigentlich auf so diverse andere Rechte einfach nicht pochen. Und wer nicht hingeht zur Wahl, darf sich auch nicht beschweren, von wem er regiert wird. Na klar, werde ich wahrscheinlich, wenn ich wähle, nicht von denen, die ich mir wünsche, regiert. Aber zumindest konnte ich da mich wenigstens dran beteiligen. Ne? Ja, das war das Freitagsthema. Wahlen in Berlin im Speziellen, aber auch allgemein. Ja, jetzt müssen wir die Anna vom Hoffest abholen aus Kreuzberg. Da wird bestimmt jemand Alkohol getrunken haben. Ja, relativ uncool ist, dass ich ohne Navi losgefahren bin und ich jetzt gerade nicht so genau weiß, wie ich fahren muss. Aber ich werde schon finden. Guck mal, wenn wir jetzt hier gänzlich unalkoholisiert hier haben. Ich bin überhaupt gar nicht alkoholisiert, ja? Das wollen wir hier mal feststellen. Ich habe gerade gesagt. Genau. Gänzlich unalkoholisiert. Ja, so sieht's aus. Ja. Ich habe so gut wie gar nichts. War quasi nur Limonade oder so. Ja, oder so. Na gut, dann sagen wir mal tschüss.